Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, heute mal so richtig über die Hitze, ne? Über den Hitzetod, den wir alle allein tun, ja. So den Medien nachzufolgen, ist halt ja so unheimlich heiß im Moment auf unserer schönen Kugel, ne? Mehr davon nach dem Intro. So, Leute. Das ist total heiß hier überall. Guck dir mal die Nachrichten an. Zypern 48 Grad. Death Valley 54 Grad. Halt die Klappe, Knolte. Mann. Ja, Zypern 48 Grad. Bodentemperatur. Nicht Lufttemperatur. Das haben ja da die Wetter-Eigis aus Amiland, da von der großen Organisation da, kundgetan. Und die deutschen Medien greifen das auf 48 Grad Lufttemperatur. Und Death Valley war schon immer der heißeste Ort auf diesem Planeten. Und 54 Grad ist da keine Seltenheit. Seit Jahrhunderten nicht. Belieben die uns etwa wieder? Tun die uns wieder beim Bock, um uns Bange zu machen? Verdettelt doch mal! Lass das! Also wenn dann nur die Bodentemperatur ist. Ja, 48 Grad ist ja gar nicht heiß. Da kannst du ja so Blackfuss drüber laufen, ne? Guck mal, warst du schon mal am Strand, so am Meer, Urlaub machen, ja? Hast da schön einen fetten Arsch in die Sonne gehalten und wolltest dann ans Wasser gehen? Ja, Pustekuchen, du musst ans Wasser laufen, sonst verbrennst du dir die Sohlen. Der Sand, der heizt sich mächtig auf. Das sind mehr wie 48 Grad. Und das Valley ist eine Wüste in Amiland. Da ist immer heiß. Die verarschen uns schon wieder, Herr Ragnarök. Die lügen uns schon wieder an, um uns Bange zu machen. Ja, selbstverständlich tun sie das. Wie willst du denn sonst den Menschen noch den Klimawandel verkaufen? Guck doch mal raus an diesem wunderschönen, arschkalten Tag. 17 Grad im Hochsommer, mitten in Deutschland. Naja, mittendrin. Nee, im Norden. Im Norden ist immer kälter. Oh Mann, Leute, wach wirklich auf. Ja, ich finde das unmöglich. Die bescheißen uns von vorne bis hinten, von morgens bis abends. Und die meisten von dem deutschen Volk, die glauben das verdammt normal. Die haben dann richtig Bange. Und Bange machen ist scheiße. Das ist auch nicht gut für die Gesundheit, Bange machen, wenn du immer nur Sorgen haben tust und so. Ne, deswegen lass dir mal nicht mehr Bange machen. So warm ist das überhaupt nicht auf diesem Planeten. Ja, und die Gletscher, die da schmelzen tun, ne? Im Grunde genommen leben wir ja noch in der Eiszeit. Ja, es gab so eine Zeit, so zu den Dinos und so, und auch noch ein bisschen später, da gab es gar kein Eis auf diesem Planeten. Nee, gab's nicht. Wirklich nicht. Kannst du nachgoogeln. Ja, gab's wirklich nicht, Leute. Hört mal auf den Knolten. Wir leben noch in der Eiszeit. Die ist noch nicht ganz beendet. Und diese Kugel, die war immer mal warm und die war immer mal kalt. Ja, und das Dumme ist, dass jetzt die Gletscher so ein bisschen dahin tütteln, dass die Menschen viel zu nah am Wasser gebaut haben. Nee, und deswegen ist das so schlimm, weil die dann absaufen tun. Hätten sie die Städte mal nie ans Wasser gebaut, sondern so in Landesmitte, ne? Wäre das viel besser gewesen. Hätte man sich ja denken können, dass das nicht über Jahrtausende mal gleich bleibt, das Wetter. Ne? Aber jetzt ist das Erderwärmung. Sowas von. Ich glaube das aber nicht. Ich friere mich gerade den Arsch ab. Wirklich, 70 Grad im Hochsommer hier im Norden. Guck doch mal auf dem Fenster, Mensch. Scheiße, kalt ist das. Und die erzählen uns ein, wir sterben vor Hitze. Ja, Karlchen, deine 35 Grad, da, meinst du nicht, das ist ein bisschen viel? Wollen wir das nicht mal auf 24 runterfahren? Dein Hitze-Lockdown. 24 Grad können wir vielleicht übermorgen mal wieder kriegen oder so. Sonst hat das ja alles überhaupt keinen Wert, ne? Also ich wünsche dir einen schönen Sommerurlaub, Karlchen. Und pass auf, dass du nicht den Hitzetod erleidest. Jo, das wäre aber doch mal eine Maßnahme, wenn er mal an seinen eigenen Maßnahmen
Schaden nehmen würde. Guck mal, ich weiß ja nicht, wo er gerade ist, aber wenn er zum Beispiel, sagen wir mal, auf Zypern Urlaub machen würde, der dürfte das Hotel nicht verlassen. Geiler Urlaub, Kaju, geiler Urlaub. Also, in diesem Sinne, weitermachen.